Moin Leute, es gibt jede Menge Angebote von fertigen Balkonsolaranlagen, also viele sind auch sehr, sehr teuer, meistens ohne große Vorteile. Die Teile kannst du nämlich selber genauso gut selbst woanders bestellen und sau viel Geld sparen. Deswegen zeige ich euch heute, wo ich meine Hardware her habe und was man da sinnvoll zusammenstellen kann. Und wie immer, ich habe keine Verbindung zu den genannten Shops hier. Ich bin selber ein normaler Kunde dort und die wissen nicht mal, dass ich die hier erwähne. Okay, fangen wir mit dem Wechselrichter an, ja? Also der Gleichstrom von den Solarmodulen muss irgendwie in Wechselstrom, also in die 230 Volt, umgewandelt werden. Und dieser wird dann in euer Hausnetz eingespeist. Verbraucht ihr diesen dann selber, also ihr habt zum Beispiel 600 Watt Einspeisung und verbraucht gerade 600 Watt, dann steht auf eurem Zähler tatsächlich ein Verbrauch von 0. Also ihr verbraucht dann tatsächlich so gesehen nichts. Weist ihr aber zum Beispiel 600 Watt ein, verbraucht aber nichts, dann geht der restliche Strom oder der gesamte Strom ins öffentliche Netz und bei Balkonsolar bekommt ihr dann nichts dafür. Es ist auch im Übrigen egal, auf welcher Phase ihr einspeist, da der Zähler alle Phasen saldiert. Also ihr könnt auf einer Phase einspeisen und auf der anderen verbrauchen und der Zähler zählt dann trotzdem null. Also das Problem ist zum Beispiel nicht vorhanden. Das ist ganz entspannt. Okay, genug zur Technik. Heute soll es mir mehr um die Beschaffungsmöglichkeiten und die Kosten gehen. Also stelle ich euch heute erstmal eine Lösung ohne Akku vor. Ich stelle euch demnächst nochmal eine Akkulösung vor, wobei die wesentlich komplizierter ist. Deswegen dürfte dieser Weg für die meisten der bessere sein. Von fertigen Akkusystemen kann ich persönlich nur abraten, da die sich wahrscheinlich niemals amortisieren werden, aber das rechne ich euch auch in einer der nächsten Folgen mal vor. Ich selbst habe diese 560 Watt Envatec Wechselrichter, die gibt es einmal als 560 und einmal als 300 Watt Version. Und die 560 Watt Version sollte so um die 250 Euro liegen und die 300 Watt Version bei ca. 160 Euro. Die sind im Moment aber sehr schwer zu bekommen und deswegen eigentlich extrem überteuert, davon kann ich nur abraten, wartet lieber. Es gibt aber auch noch andere Wechselrichter, zum Beispiel von Growatt hier, den MIG 600X zum Beispiel, der liegt bei Nils 24, bei 260 Euro plus Versand. Die Links sind alle unten in der Beschreibung und wie gesagt, ich habe mit den Shops nichts zu tun, ich bin selber nur normaler Kunde. Die Envatecs, die ich euch hier gezeigt habe, sind klein und können irgendwie ans Modul geschraubt werden. Muss man aber nicht, man kann es aber. Der Growatt hingegen ist zum Beispiel was größer, den kann ich nicht einfach ans Modul schrauben. Den hängt man normalerweise irgendwie in die Nähe und koppelt dann die Module per Kabel daran an. Jeder dieser Wechselrichter ist momentan, wie gesagt, echt kaum zu bekommen und wenn, dann absolut überteuert. Bei dem Growatt müsst ihr mal gucken, der ist bei Nils 24 immer noch für den Preis da, aber ich weiß nicht, ob die den liefern können, da müsst ihr nachfragen. Jo, große Frage, welches Solarmodul passt denn jetzt zu meinem Wechselrichter? Und ich nehme jetzt einfach mal diesen Envatec 560 als Beispiel, denn bei den anderen geht es im Prinzip ganz genauso. Der hat jetzt zwei PV-Eingänge und üblicherweise hängt man dann nur ein großes Modul an jeden Eingang. Man kann natürlich auch zwei kleine dranhängen, ist jetzt aber für so eine Balkonsolaranlage eigentlich eher unüblich. Deswegen machen wir es mal mit den einzelnen Modulen, das ist auch etwas einfacher. Jo, also ich würde als nächstes jetzt erstmal bei irgendeinem Shop meines Vertrauens, jetzt hier zum Beispiel dieser Nils, reinschauen, welche Module in Frage kommen, ja. Und das erste, wo ich halt gucke, ist bei der Wattzahl, ja. Da gucke ich erstmal beim Wechselrichter, der kann tatsächlich maximal 400 Watt pro Kanal. Ja, das klingt erstmal komisch, weil der kann ja eigentlich nur 560 Watt einspeisen, aber die können immer mehr PV ab, als die dann einspeisen können. Man hat da halt immer eine Reserve. Ich erkläre gleich noch, warum. Dann muss man sich überlegen, ob es irgendwie Einschränkungen beim Maß gibt. Das ist halt super wichtig und eigentlich schon absolut essentiell. Also bei meiner Halterung, die ich habe, sind es zum Beispiel 1,05 Meter als Breite. Mehr geht nicht. Damit fallen auch schon viele Module weg. Und dann sollte man sich noch überlegen, ob ich so Faxen wie zum Beispiel Glas-Glas-Module haben möchte. Die sind dann hinten nicht lackiert und lassen deswegen so ein bisschen Licht durch. Und die können auch von hinten angestrahlt werden, wenn sie bifazial sind. Sie können auch von hinten praktisch Energie erzeugen. Für uns war das tatsächlich interessant, da unser Balkon schon eh relativ dunkel ist und ich irgendwie maximal viel Licht durchlassen wollte. Das ist nicht viel, aber ein bisschen ist es immerhin noch, was durchkommt. Okay, tatsächlich bei diesen Randbedingungen war es jetzt bei mir so, dass ich mich dann für dieses ASWS 370 MH120 entschieden habe. Also ein 370 Watt Modul und davon dann zwei Stück. Schauen wir jetzt mal, ob das auch elektrisch passt. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Da müsst ihr erstmal das Datenblatt von diesem Modul finden. Das gebt ihr einfach in Google ein und dann seht ihr direkt bei aswssolar.de findet ihr das Datenblatt. Gucken wir uns dann das Ding mal an und sehen dann hier elektrische Eigenschaften, STC, also das ist bei 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung. Daran sollte man sich orientieren. Für das 370 Watt Modul die Spalte.
Und dann interessiert mich die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom als erstes. Und das ist hier 41 Volt und 11,34 Ampere. Schauen wir also im Datenblatt vom Wechselrichter nach den Maxima und sehen hier 54 Volt maximal und 12 Ampere. Also sind wir hier absolut safe, alles bestens, so können wir arbeiten. So, dann können wir auch noch den MPP-Bereich checken, also der Bereich, in dem der Wechselrichter regeln kann. Ja? Hier kann er praktisch so das meiste rausholen, so kann man sich das vereinfacht gesagt vorstellen. Da schauen wir wieder beim Modul unter Spannung bei maximaler Leistung. Da sehen wir dann 34,2 Volt und im Wechselrichter beim MPP-Spannungsbereich steht 24 bis 45 Volt. Also auch hier liegen wir 1A drin. Wie gesagt, ich habe die letzten Male bei diesem Nils 24 bestellt, aber es gibt zum Beispiel auch GWL, ist ein super Shop. Oder ich habe auch gute Erfahrungen in eBay Kleinanzeigen gemacht, da gibt es auch gute Shops. Links sind alle unten in der Beschreibung. Schaut einfach, was euch zusagt, wo ihr das passende Modul und gute Preise findet. Das kann man nicht so allgemein sagen. Da müsst halt ein bisschen suchen und schauen, aber das, da eigentlich findet man immer irgendwo was. Wir können auch gebrauchte Solarmodule nehmen, zum Beispiel bei Second Soul oder auch bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe auch unten Links drin. Also auch das ist absolut, warum nicht, ne? Das macht schon Sinn. Jetzt nochmal die große Frage, warum nehme ich eigentlich mehr PV-Leistung als der Wechselrichter kann? Der Wechselrichter kann ja nur 560 Watt einspeisen, aber ich darf 800 Watt anschließen. Klingt da erstmal komisch. Der Grund ist ganz einfach, ich habe da noch eine Reserve tatsächlich für den Winter und für den Herbst und das ist ganz geil. Also zum Beispiel für meine Module, die können ja 2 mal 370 Watt, also 740 Watt. Wenn jetzt im Winter oder im Herbst 740 Watt gar nicht erreiche, kriege ich trotzdem mehr. Also ich shifte alles nach oben und das ist geil. Bei voller Einstrahlung gehen mir natürlich dann die 180 Watt Differenz verloren. Wobei man die Maximalwerte echt nicht so oft erreicht, das muss man halt auch ehrlich sagen. Okay, auch eine Frage, die ich mega oft bekomme, ist, welche PV-Kabel soll ich nehmen, welchen Querschnitt? Ja, wir erinnern uns, dass wir maximal 12 Ampere pro Kabel zulassen, also in dem Wechselrichter. Ein Modul konnte ja sogar nur 11,3 oder sowas, aber wir gehen auf Nummer sicher und orientieren uns jetzt mal an den 12 Ampere. So, dann schauen wir einfach mal in diese Tabelle bei Saab-Kabel oder so, das sind einfach VDE-Normen. Und hier sehe ich, dass wir mindestens 1 Quadratmillimeter nehmen sollten, was jetzt schon sehr grenzwertig ausgelegt ist, deswegen. Je nachdem, wenn ich also ein langes Kabel hätte, dann hätte ich große Verluste. Deswegen ist das nicht zwangsweise zu empfehlen, da so tief zu gehen. Typischerweise sind PV-Kabel in der Regel aber mindestens 4 Quadratmillimeter dick. Und das ist absolut entspannt. Also da braucht ihr euch dann im Prinzip schon keine Gedanken mehr zu machen. Die Solarkabel würde ich hier bei den erwähnten Shops direkt mitbestellen. Einfach anfragen. Ich brauche x Meter Kabel. Haut mir die bitte mit drauf. Die sind in der Regel dort erheblich günstiger als bei Amazon und Co. Ihr müsst hier aber meistens die Stecker, diese MC4-Stecker nennt man, selber anbringen, beziehungsweise crimpen. Deswegen müsstet ihr dann diese MC4-Stecker dazu bestellen, aber das wird euch in der Regel auch vorgeschlagen von den Shops. Ihr könnt aber auch fragen, ob ihr gegen Aufpreis direkt fertige Kabel mit Stecker bekommt. Ihr findet aber auch 1000 mega gute Anleitungen hier auf YouTube zum Crimpen vom NC4-Stecker. Das ist echt, also findet da ganz viel. Aber die Stecker sollten sehr sorgfältig gecrimpt werden, denn hier besteht bei fehlerhafter Ausführung ganz schnell Brandgefahr durch eindringendes Wasser oder irgendwelche anderen Probleme, ne, durch schlechte Kontakte oder so. Da muss man wirklich gut und sauber arbeiten, das ist wichtig. Okay, welche Halterung? Ja, das ist eigentlich immer so ein Thema, was total oft ausgelassen wird. Dabei ist es ganz schön schwierig. Wie bringe ich die Dinge an meinem Balkon an? Ich kenne jetzt für so Balkone zwei Möglichkeiten, die ich auch selber beide schon ausprobiert habe, die funktionieren. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das sind die, die ich halt kenne. Ich selbst habe diese hier vom Profinest Shop, oder ich blende euch das mal hier so ein, dann seht ihr das so ein bisschen. Ne? Das ist so ein Gestänge mit Schrauben und allem, also so ein komplett fertiges Zeug, das ist ziemlich cool. Dann kann man das zusammenschrauben und dann bequem an den Balkon hängen und dann festklemmen. Also ihr seht, das ist einfach so eingehängt und unten wird es dann verklemmt. Die Aufständerung, also der Winkel, wie die ausgerichtet sind, die Solarmodule, der ist auch einstellbar. Dafür muss man allerdings schrauben, und um den umzustellen. Also es geht jetzt nicht so total einfach. Maximal gehen 7 cm in diesen Haken rein. Also ihr seht schon, bei unseren Holzbalken ist das auch schon fast erreicht. Also auch da müsst ihr gucken, dass das hinhaut, aber 7 cm ist schon recht viel. Und ihr müsst natürlich unten bei dieser Klemmung, die ihr da seht, auch passt, ob da, auch gucken, ob das bei euch irgendwie passt, ob ihr das hinbekommt. Kostenpunkt sind 92 Euro plus Mehrwertsteuer im Moment und je nach dem Versand, also ich glaube, wenn ihr zwei bestellt, fällt der Versand, glaube ich, schon raus. Ich habe die tatsächlich vor ein paar Monaten noch für 72 Euro plus Mehrwertsteuer bekommen, also auch hier leider die Preissteigerung mega reingehauen.
Eine günstigere Option sind sogenannte Halfkappler aus der Bühnentechnik. Also wenn ihr ein Rohrgeländer habt und das halt vom Durchmesser passt, dann könnt ihr die Teile einfach so befestigen da dran und dann die Module daran festschrauben. Das wäre die absolut günstigste Alternative. Ihr könnt auch sehen, wie ich das damals zum Beispiel in unserer Mietwohnung gemacht habe. Das hat da auch gut geklappt. Ist deutlich günstiger, weil die Teile kosten pro Stück nur 11 Euro. Dafür braucht man halt, wie gesagt, dann Rohr, wo man das auch festmachen kann. Und bei unseren jetzigen Holzbalken ging das natürlich nicht. Zudem muss man die Module dann nach unten irgendwie festmachen, denn die Anbringung am Rohr reicht natürlich nicht, sonst könnten die bei Wind einfach hochklappen. Also da müsst ihr auch irgendwie gucken, wie ihr das bei euch macht. Das ist aber so individuell, da kann ich euch jetzt leider keinen allgemeinen Hinweis geben. Bitte bedenkt auch, dass ihr die Module, die müssen auch bei Sturm halten. Ja? Also wenn das Geländer sehr wackelig ist oder sowas, dann überlegt euch das im Zweifelsfall. Ja? Wenn es mal ordentlich pustet, dann könnt ihr halt nicht mehr viel machen. Wir können euch aber den maximalen Winddruck zum Beispiel auch berechnen. Also nehmen wir mal vollkommen übertrieben 180 km/h eine Böe an, die absolut senkrecht, also perfekt auf das Modul drauf wirkt, also so stärker geht es praktisch nicht. Dann sind das grob 50 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit Wind. Das Modul hat meistens so 2 Quadratmeter Fläche und dann könnt ihr so ungefähr den Staudruck ausrechnen. Für die Faulen gibt es ja auch so einen Online-Rechner, Link ist unten. Und in meinem Fall oder in diesem Beispiel, was ich genannt habe, sind das dann so 3000 Newton, die auf ein so ein Modul wirken. Das wäre dann grob 300 Kilogramm. Wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr übertrieben, ne? Aber der Ingenieur geht halt normal immer vom schlimmsten Fall aus und rechnet da noch eine gewisse Toleranz ein, wenn man es nicht genau weiß. Wenn ihr aber einen windgeschützten Balkon habt oder in einem dicht gesiedelten Gebiet lebt, wo halt viele Häuser drumherum sind, dann dürfte das natürlich erheblich weniger sein. Trotzdem kann man eine Größenordnung von irgendwie Hunderten von Kilogramm durchaus, können durchaus vorkommen. Also das sollte man sich schon bewusst machen. Das Geländer, das muss man sich aber auch nochmal bewusst machen, muss natürlich auch schwere Menschen aushalten. Also auch da so instabil sind die in der Regel nicht. Ne? Aber im Notfall erkundigt euch lieber. Naja, ich will ja unbedingt sehen, wie viel habe ich denn eigentlich eingenommen. Das, klar, ist mega geil, das will man halt sehen. Deswegen bieten viele der Wechselrichterhersteller noch dann so WLAN-Module an. Die sind meistens sehr teuer und eine viel günstigere und einfachere Option ist das hier. Das ist so ein kleiner Trick. Ich fand den ziemlich geil. Ihr könnt einfach so ein Sonoff Pow R2 nehmen. Das ist praktisch einfach ein Leistungsmesser für Verbrauch normalerweise und flasht den mit Tasmota. Das ist so eine Open Source Software. Und dann könnt ihr per WLAN tatsächlich sehen, was reinkommt. Ja? Und das Teil auch in euer Smart Home zum Beispiel per MQTT integrieren, wenn ihr wollt. Die Anleitung fürs Flashen habe ich auch unten verlinkt, ist wirklich machbar, ist überhaupt nicht so wild. Und das Witzige ist ja eigentlich, das Teil misst ja normalerweise die Leistung, die ich verbrauche. Der kann aber auch genauso gut messen, wie viel ich einspeise. Das macht für den tatsächlich gar keinen Unterschied. Ich mache noch eine Folge über meine eigene 1,5 kW Balkonanlage und zeige euch dann nochmal detaillierter, wie das geht. Im März habe ich bei Amazon 29 Euro für das Teil bezahlt. Aber auch da gibt es im Moment leider echt Lieferschwierigkeiten. Also ja, ist halt einfach überall im Moment, so leid es mir tut. Ja, Steckdose tauschen. Fürchterliches Thema, hier scheiden sich die Geister. Rein technisch gesehen würde ich jetzt erstmal sagen, eine Steckdose gegen so eine Einspeisesteckdose, zum Beispiel WLAN tauschen, macht für mich eigentlich nur Sinn, wenn Kinder in der Nähe sind, also weil die etwas robuster sind, die kann man nicht so leicht rausziehen. Und oder wenn die Steckdose irgendwie Nässe oder Witterung in irgendeiner Form ausgesetzt ist, dann sind die schon deutlich besser und robuster. Also die haben auch Vorteile, das muss man sehen, da ist eine Dichtung dran und so, das ist eigentlich schon eine gute Sache. Ihr könnt ansonsten aber auch eine Festinstallation nehmen. Ich selbst habe einen Anschlusskasten genommen, der ganz weit oben hängt und überdacht ist. Oder ihr nehmt einen Schuko-Stecker, geht theoretisch auch, also ne, nur mit der maximalen Last muss man da ein bisschen aufpassen. Bei 600 Watt sollte das aber eigentlich kein Thema sein. Ob es nun Pflicht ist oder nicht, keine Ahnung. Ich habe hier so viele Mails bekommen, wirklich jeder sagt was anderes. Ich habe sogar unterschiedliche Netzbetreiber angerufen, nachgefragt und die haben mir auch, also wirklich alle was anderes erzählt. Keine Ahnung, es ist ein Riesenchaos, es ist halt Deutschland, ne? Keine Ahnung. Es ist alles überreguliert bis zum Gehtnichtmehr und kein Mensch weiß, was jetzt eigentlich Phase ist. Ich weiß es auch nicht, es tut mir leid. Wenn ihr die anmelden wollt, dann müsst ihr natürlich irgendwie den offiziellen Weg gehen, diese Marktschirm-Datenregister anmelden und so weiter. Das ist vom Aufwand her für so kleine Anlagen tatsächlich überschaubar. Anleitung habe ich euch unten verlinkt. Das ist schon alles ganz toll erklärt von anderen Leuten. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich das nochmal wiederhole hier. Es gibt aber auch Leute, die es Guerilla-mäßig machen, also einfach installieren und nicht anmelden. Ja, die Anmeldung hat tatsächlich nämlich wenig Vorteile, da man kein Geld bekommt für den Strom, den man nicht selbst verbraucht, also den man dann einspeist. Aber man hat die Nachteile der Bürokratie. Das soll jetzt auch keine Aufforderung sein. Wie gesagt, ist auch illegal.
Aber die Realität ist so, dass einige, wenn nicht sogar sehr viele Leute es genauso machen, also Guerilla-mäßig. Und letztlich zeigt das eigentlich nur, wie bescheuert kompliziert hier alles ist und dass sich viele Leute gezwungen fühlen, solche blöden Auswege zu suchen. Jo, ich stelle euch jetzt nochmal die Kosten für die reine PV-Hardware auf, ja, da die meisten Angebote im Netz ja genau das beinhalten. So könnt ihr dann halt besser vergleichen mit solchen Angeboten. Also Steckdose, Elektriker oder sowas kämen dann gegebenenfalls natürlich noch dazu, falls ihr euch für den offiziellen Weg entscheidet. Wie gesagt, das ist auch kein Aufruf zu illegalen Aktivitäten, aber viele melden die Dinge halt einfach nicht an. So ist es halt und dafür kann ich halt auch nichts. Ne? So ist die Realität. Jo, 600 Watt. Im Wechselrichter zum Beispiel würde ich jetzt den Envatec 560 nehmen, den ich auch habe, für 250 Euro. Im Moment, wie gesagt, Lieferschwierigkeiten, deswegen geistern vollkommen übertrieben teure Angebote rum, davon rate ich euch dringendst ab, das ist absurd, wartet lieber noch ein bisschen. Dann zweimal diese ASWS Solarmodule für 168 Euro das Stück plus Versand, wobei es hier natürlich auch billigere gibt, das sind schon sehr, sehr gute Teile, weil die teiltransparent sind und auch von hinten angestrahlt werden können, also sogenannte bifaziale Module. Ich habe das letzte Mal dann für die Module ca. 100 Euro Versand bei dem Shop bezahlt und für zwei wird es wohl ein bisschen günstiger sein, genau weiß ich es nicht, nehmen wir einfach mal 70 Euro, ich denke, das würde passen. Dann noch Kabel, ich übertreibe jetzt mal komplett und sag mal 50 Euro, das ist sicherlich eben sehr großzügig gerechnet. Und dann entspricht das aber so dem Umfang, den andere Balkon-Solarshops halt auch anbieten. Da sind wir bei Gesamtkosten für 250 Euro für den Wechselrichter plus 336 Euro und 70 Euro für die PV-Module und Versand und dann nochmal 50 Euro für die Kabel. Dann liegen wir insgesamt bei 706 Euro für eine 600 Watt Anlage. Ja? Und bei günstigeren Modulen könntet ihr hier sogar nochmal einige Euro sparen. Für eine kleinere 300 Watt Anlage sähe es dann so aus. Da habt ihr dann nur noch 170 Euro für den Wechselrichter plus 168 Euro für ein Modul und 70 Euro für den Versand. Ich rechne jetzt mal wieder 70 Euro, ist wahrscheinlich übertrieben für ein Modul, aber egal. Nochmal 50 Euro für die Kabel, ist glaube ich auch völlig drüber, aber damit kommen wir dann auch schon auf 458 Euro für eine 300 Watt Anlage, was echt okay ist, finde ich. Das war es eigentlich schon und ihr seht, ich habe auch echt übertrieben, was jetzt hier den Versand und die Kabel angeht, also war ich eher großzügig. Bei anderen Shops, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, wird gerne mal für eine 300 Watt Anlage so 750 Euro plus nochmal irgendwie 150 Versand verlangt. Wie gesagt, ihr habt jetzt hier gesehen, das geht für die Hälfte und das ist keinesfalls schlechter. Die Teile sind mindestens genauso gut, also lasst euch da nicht verarschen. Ja, die Halterung pro Modul, das hatte ich ja gerade auch erzählt, wenn ihr diese Halterung nehmt, wie ich jetzt da oben, also die Deluxe-Version sozusagen, dann kostet die Halterung pro Modul 109 Euro plus Versand. Wenn ihr zwei bestellt, ist, glaube ich, der Versand aber auch schon wieder raus. Und die billigere Version sind dann zum Beispiel Half-Coupler, die ich euch eben gezeigt habe. Das sind dann 11 Euro pro Stück, wobei ihr dann irgendwie noch gucken müsst, wie ihr die unten anbringt, die Module. Das kann ich einfach, ich kann das nicht sagen, weil das ist zu individuell einfach, da weiß ich nicht. Das wird bei manchen sehr günstig sein, bei manchen vielleicht sehr komplex. Ja, ich weiß, sind noch ein paar offene Fragen da. Also ich werde noch mal zwei, drei weitere Folgen zu dem Thema Balkonsolar bringen. Ich werde auch einmal meine eigene Balkonanlage, die ja 1,5 kW hat, vorstellen. Die erweitert quasi meine bestehende Anlage nochmal. Also ist auch irgendwie mit dem Akku gekoppelt übers Hausnetz. Ist auch total interessant, wie das geht. Und zudem gehe ich noch auf ein paar andere offene Fragen ein. Zum Beispiel, wann lohnt sich eine Balkonsolaranlage? Wie sieht es mit einem Akku aus? Und so weiter. Ja, ich habe jetzt aber erstmal eine Woche Urlaub und danach geht es dann weiter wie gewohnt. Nächste Woche kommt noch ein mega spannendes Interview, wenn wir es denn schaffen, mit Professor Bruno Burger und er erklärt euch persönlich, wie die Energy Charts funktionieren und auch ein paar Dinge zum Strommarkt und so weiter. Ist absolut geil, super interessant. Ich finde, er ist ein richtiger Glücksfall für den Kanal, also dieses Interview richtig super. Also schaltet ein und bis zum nächsten Mal. Ciao.